jetzt kann ich mich noch rausgeschlossen. Ich wollte doch noch dem Herbert gratulieren zu seinem Geburtstag, bevor es zu spät ist. Guten Morgen, Herbert. Ich wünsche dir einen schönen Geburtstag. Gell? Ich hoffe, dass sie dich verwöhnen, drüben oder wo. Es ist einmal einer dort im Krämershaus hinten gesehen. Weißt du, Krämershaus beim Stauder? Und der hat einen neuen Stift gehabt. Dann hat er dem Stift gesagt, du, lass mal, ich zeige dir jetzt, wie man extra Verkäufe macht, wenn ein Kunde kommt. Eine Minute später kommt eine Frau rein und kauft Bodenputzmittel. Da greift er hinter sich und nimmt eine Flasche Vindolin raus und sagt, schaut, wenn ihr schon putzen seid, ich gebe euch die Flasche zum halben Preis. Die Frau hat gesagt, das ist jetzt eine gute Idee. Und hat das gekauft und ist gegangen. Dann hat er zum Stift gesagt, schau jetzt, Hausi, hast du jetzt gesehen, wie man das macht? Wenn die nächste Kundin kommt oder jemand, machst du es genau gleich, verkaufst du etwas extra. In diesem Moment geht die Tür auf und die Vrene vom Hocker hinterher vor die Mutter kommt rein, geht ein Päckchen Tampax holen und stellt es auf den Counter. Ja, Gottfried Stuss, da lenkt der Angler den Hauseli hinterher, nimmt eine Flasche Vindolin und stellt sie auf neben das Päckchen. Und die Frau sagt, für was ist das? Da sagt der Hauseli, ja, wisst ihr, wenn ihr schon nicht könnt vögeln könnt, könnt ihr wenigstens das Fenster putzen. Ha ha ha!